Jo Leute, was geht ab? Motoflo ist back am Start. Fragt bitte nicht, wo wir gerade sind. Wir machen eine kleine Waldtour. Wir sind hier in den Tropen und meine Front hat gar keinen Bock da drauf. Nee, Spaß. Wir waren gerade bei Polo in Jüchen auf den Bikers Day. Und da habe ich die gute Aerox, schön auf den Prüfstand gestellt. Ist ein bisschen, sag ich mal, daneben gegangen, weil dieser Rollenprüfstand erst ab, was war das, ab 100 km/h eine Messgeschwindigkeit hat. Boah, Alter, das ist so holprig mit der Aerox, Alter, meine ganze Front vibriert einfach. Ich sehe mich gleich hier schon, dass ich mich so im Block so übelst abpacke, Alter. Wegen diesem Schotter. Wir sind übrigens auch über den Schotterweg hier hingefahren, weil sonst wäre Möglichkeit nur über die Dörfer über Autobahn gewesen und über die Dörfer. Aber hatten wir keinen Bock drauf, weil wir wollten den kürzesten Weg nehmen. Also haben wir einfach kurzerhand gesagt, wir nehmen über Feld. Ne? Warum auch nicht? Ja genau, aber ich habe die Aerox auf den Prüfstand gestellt. Und die PS-Zahl ist wahrscheinlich nicht so genau, weil wie gesagt, erst ab 100 km/h Messgeschwindigkeit. Ich habe das Ganze auch aufgenommen. Ich habe irgendein Haar an der Nase hängen, Alter, das ist ja ekelhaft. Ja, fangen wir mal an mit den Daten, ne? Also PS, laut diesem Prüfstand, der erst ab 100 km/h eigentlich messen kann, waren 4,7 PS und die Newtonmeter waren 28,6 oder 8 Newtonmeter, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, und eine Höchstgeschwindigkeit, natürlich habe ich die Aerox rein aus Showzwecken vor Ort erdrosselt und das fahre ich natürlich nicht so im Straßenverkehr, ne, das ist ja ganz klar. Also auf dem abgesperrten Gelände vom Polo habe ich die Karre dann entdrosselt, dann auf den Prüfstand gestellt und hatte dann eine Höchstgeschwindigkeit von 102,9 km/h mit einem, sag ich mal, mehr oder weniger zusammengefuschten Setup. Also das, in dem Setup steckt jetzt keine krasse Überlegung oder so oder irgendein Ziel von der Marke. Also wer mein Setup-Video gesehen hat, weiß es. Das Einzige, was ich jetzt noch geändert habe, ist statt der Polini Highspeed habe ich jetzt die Malossi Multi. Also Staub hier, Alter. Eine Malossi Multi war drin. Und ja, die Highspeed-Kupplung von Polini. Die war auch wahrscheinlich schon ein bisschen broke, also die war total schwer von der Kurbelwelle runterzuziehen. Ja, und dann natürlich auf dem Polo-Gelände haben wir die Roller wieder gedrosselt. Stefan seine Stefan seine Booster war auch auf dem Prüfstand. Die schöne DT hier ging leider nicht, weil 21 Zoll Vorderrad, das war für diesen Prüfstand nicht machbar. Oh mein Gott, Alter. Okay, reicht doch. Ja, ich habe das Ganze natürlich auch aufgenommen. Das werde ich wahrscheinlich genau jetzt einblenden.
Höchstleistung, ne? Wird denn hier eingebaut? Ist nur ein DR70, also nur Straßenzylinder. Ja, mein Speedway ist echt ein Zeug. Wäre ich auch. Aber ich glaube, ich brauche andere Gewichte. Ja, das da müsst ihr noch ein bisschen üben, Jungs. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder, okay. Dann mit 20 PS. Also, ne, 70er normal, immer ein. Habt ihr gesehen, ne? War gut, ne? Ja, die Aerox hat er natürlich sehr, sehr lange ausgedreht. Aber ich war froh, dass das Baby alles überstanden hat. Und dementsprechend alles tippitoppi. Ja, und dann sind wir auch noch ganz locker flockig. Ganz locker flockig sind wir dann auch noch in eine Polizeikontrolle mehr oder weniger geraten. Und zwar sind wir mit den Rollern über den Feldweg gefahren. Und da wir keine Lust hatten eigentlich auf Polizei, haben wir dann auf dem Feldweg unsere Kennzeichen abgeschraubt. Und sind dann, wollten dann gerade losschieben. Und dann sehen wir noch von hinten, wie ein Motorradpolizist kommt. Er fährt erst an uns vorbei und hat dann wahrscheinlich gesehen, dass wir keine Kennzeichen mehr dran haben. Und ja, ist dann umgedreht und hat uns dann übel zur Sau gemacht. Also wirklich richtig. Wir wollten halt wirklich nur auf den Rollenprüfstand und hat uns dann halt richtig angekackt. Und er meinte, ja, er hat jetzt Besseres zu tun. Er meinte, wir sind über Straße gefahren ohne Kennzeichen. Dann hat er uns ziehen lassen praktisch. Er meinte so, ja, nichts für euch ist Polo heute gestorben und so. Ich will euch da nicht sehen, bla bla bla. Haben wir natürlich einen Fick drauf gegeben, weil er kann uns ja nichts nachweisen. Er hat keine Personalien kontrolliert oder ähnliches. Deswegen haben wir dann einfach zu Polo geschoben und haben dann unsere Rolle halt auf den Prüfstand gestellt. Aerox läuft ungedrosselt, 102,9 km/h für das Setup, bin ich zufrieden. Ich hätte natürlich gerne die genaue PS-Anzahl gewusst. Ich denke mal, man kann so ungefähr 3 PS draufrechnen. Also 4,7 hat der Prüfstand angezeigt. 3 PS draufgerechnet sind wir bei 7,7 PS. Und ich denke, das ist realistisch, weil der DR natürlich, also der gibt zwischen, angegeben vom Hersteller zwischen 8 und 10 PS. Der hat jetzt rund 26.000 runter, der hat neue Kolbenringe bekommen. Deswegen denke ich, ist 7,7 PS sehr, sehr realistisch. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht beim Polo Biker Day. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall, denke ich mal, wieder da. Ich habe vor, mir übers ganze Jahr jetzt praktisch, bis wieder der Bikers Day ist, mir eine Dingens aufzubauen, mir eine 100er Too Fast aufzubauen, eine Aerox. Du bist nächstes Jahr auch beim Bikers Day dabei, aber dann mit 17 Zoll, ne? Kurz ein bisschen Salz in die Wunde kippen, Alter.
Schade Limousine. Aerox fühlt sich gerade nicht so gut an. Ich glaube, die ist ein bisschen sehr warm. Gut, ich würde sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentar würde mich auch freuen. Und schreibt mal rein, ob ihr Bock habt auf das Aerox-Projekt, dass ich die Tuner und dann nächstes Jahr mit hoffentlich 20 PS bei Polus Biker Day rausgehe. Das will ich wissen. Das will ich sehen. Haut da rein. Ciao.